In einem anderen Video habe ich mal erzählt, dass es essentiell ist, einen WLAN-Gastzugang für seine Gäste bereitzuhalten. Schaut dazu schon mal in die Infokarte. Wenn man jetzt keine Gäste hat, will man ja vielleicht das Gast-WLAN ausschalten und jedes Mal sich zum Ein- und Ausschalten in die Fritzbox einzuloggen, das ist ja ein bisschen umständlich. Deshalb habe ich in diesem Video eine komfortable Lösung für euch. Ihr seht schon, ich habe das Fritz Phone vor mir und bin hier im Menü. Und wenn ich mal unter Heimnetz gehe, dann finde ich da den Punkt WLAN. Und hier kann ich jetzt das WLAN generell komplett abschalten oder, wie man hier sieht, den WLAN-Gastzugang ein- oder ausschalten. Damit das funktioniert, müsst ihr initial einmal den WLAN-Gastzugang mit Passwort und so weiter eingerichtet haben in der Fritzbox. Ab dann könnt ihr den hier ein- und ausschalten. Wir schalten den jetzt mal ein und jetzt kann ich auf meinem Handy sehen, dass es halt eine zusätzliche SSID gibt, nämlich mein Gast-WLAN. Viel spannender sind aber diese beiden Funktionen da unten. WPS mag ich nicht so sehr, deshalb schauen wir uns jetzt mal die Gastzugangsdaten an. Und da kommt einfach ein QR-Code. Und wer jetzt ein iPhone hat, kann einfach die iPhone-Kamera da drauf halten und bekommt direkt die Zugangsdaten, das heißt SSID und Passwort, auf sein Handy gespielt. Wer Google Lens hat, kann das auch machen, bei dem geht das auch out of the box. Und die meisten QR-Code-Reader auf Android-Telefonen unterstützen das Ganze auch. Das heißt, man muss an Mobiltelefonen dann tatsächlich nicht mehr alles abtippen, sondern kann einfach den QR-Code scannen. Und jetzt kann ich hier wieder zurück und wenn mein Gast wieder weg ist, dann kann ich einfach den Gastzugang wieder abschalten. So einfach ist das. Schade finde ich hier, dass die Gastzugangsdaten nicht in Textform angezeigt werden. Sollte das mal nicht funktionieren oder hat der Gast halt kein Smartphone, sondern halt ein PC und man will die hier einfach anzeigen. Das heißt, man muss immer noch den ausgedruckten Wisch rumliegen haben, wie die Zugangsdaten tatsächlich heißen. Also, das ist eine komfortable Möglichkeit, den Gastzugang ein- und auszuschalten und es ist eine komfortable Möglichkeit, über den QR-Code die Zugangsdaten zu übermitteln.